Hallo Ladies, heute Tipp Nummer 6 in Barbaras Lexikon und die Frage heißt, welche Creme für trockene Haut? Ich weiß, das ist ein ganz schwieriges Feld, noch dazu im Winter, da trocknet die Haut sehr rasch aus. Manche Menschen haben von Natur aus trockene Haut und manchen hilft dann die Umwelt noch gar nach. Aber man kann was dagegen tun und zwar von mehreren Seiten. Barbara F. Das Zauberwort heißt Feuchtigkeit. Aber wie bringt man natürlich jetzt Feuchtigkeit in den Körper oder auf den Körper? Von außen ist es noch eher verstehbar, aber von innen geht es auch. Wenn Sie zum Beispiel Produkte essen, Nahrung essen, die Zink enthalten hat, und das ist zum Beispiel Weizenkeimlinge, Kürbis- und Sonnenblumenkerne, Hartkäse, Fisch und Fleisch, Haferflocken oder Linsen, die haben viel Zink oder mehr Zink als andere Produkte. Und Zink ist was, was für die Haut enorm gut ist. Weitere Produkte für eine Ernährung für die Haut von innen sind zum Beispiel Avocado, Nüsse und Olivenöl. Und das macht sozusagen die Haut von innen geschmeidiger. Und von außen können Sie natürlich auch eine ganze Menge tun. Ich habe Ihnen in einem anderen Film, den verlinke ich wieder, habe ich Ihnen schon mal Urea für das Gesicht gezeigt. Und nichts anderes gibt es jetzt als Urea, zum Beispiel für den ganzen Body. Also eine Bodylotion, die hat sogar 10%, also das ist ein ganz hoher Anteil von Urea. Urea ist dieser Harnstoff, der die Haut einfach feucht hält. Man hat wirklich das Gefühl, die Haut ist wie gepuffert und es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Und man muss natürlich drauf gucken, dass diese Cremes nicht noch oder nicht wieder zusätzlich Mineralöle drin haben. Das ist ganz, ganz entscheidend, weil das Mineralöl, das erkläre ich aber auch in diesem anderen Film, schauen Sie sich den ruhig mal an, der geht dann ein bisschen länger, weil Mineralöl macht wirklich eine Plastiktüte auf Ihre Haut und dann kann nichts mehr durch, vorwärts und rückwärts nimmer. Und dann gibt es erst recht Hautjucken und trockene Haut, weil es nur eine Scheinfeuchtigkeit ist. Das ist eines, dass man sich cremt und je älter wir werden, dummerweise, desto weniger hat die Haut die Chance, die Feuchtigkeit zu produzieren und zu halten vor allen Dingen. Und dann ist auch noch dumm, eine trockene Haut hat nicht die gleiche Schutzfunktion wie eine wirklich gut durchblutete und durchfeuchtete Haut. Und deshalb muss man von außen nachhelfen, dass diese Barriere einfach nicht durchlöchert wird. Dann finde ich es noch ein ganz, ganz toller Trick. Und zwar, es ist zwar verrückt, dass man sagt, man duscht sich und gleichzeitig cremt man sich, aber sowas ist möglich. Und das ist auch möglich mit gesunden oder mit guten Produkten. Und zwar gibt es einen Duschbalsam. Es gibt verschiedene Hersteller, die Duschbalsam herstellen. Viele haben natürlich wieder Parfüme und alle möglichen Stoffe drin, die es vielleicht besser riechen lassen, aber dafür auch der Haut nicht wirklich besser tun. Sie duschen und gleichzeitig geben Sie Ihrer Haut eine Geschmeidigkeit. Das ist wirklich, also man kommt da raus und hat gar nicht das Bedürfnis, sich dann anschließend sofort einzucremen. Das finde ich ist ein ganz angenehmes Gefühl. Und wenn Sie dann hinterher cremen wollen, dann nehmen Sie zum Beispiel so eine Lotion. Möglicherweise haben Sie zwischen dem Baden und dem Eincremen noch ein bisschen Zeit und schminken sich vorher oder wie Sie es gerne hätten. Und dann gibt es natürlich noch die Lotions, die handgemixten Lotions, meine berühmte Wasser mit Öl. Und da müssen Sie einfach gucken, was Ihre Haut am besten verträgt. Aber ich denke, mit zwei solchen Produkten hier, einmal zum Duschen vorneweg und einmal zum Cremen hinterher, kommen Sie, und zwar mit Urea, kommen Sie super gut über die kalte und über die trockene Jahreszeit. Und es ist wirklich ein angenehmes Gefühl, wenn die Haut nicht juckt, weil, Sie werden es kennen, wenn Sie sehr trockene Haut haben, das juckt dann schon mal. Aber damit haben Sie es los. Kurz und bündig, wie versprochen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und sage Tschüss für dieses Mal.